That's neat because they have their own rules in their country and also have their own rules, so they need the water for that. It's necessary. Ich wohne in Pleissing, das ist eben ein Dorf, das zu der Stadtgemeinde Hardegg gehört, und zwar seit 30 Jahren. 35 Jahren bin ich von Wien da herausgezogen. Ich bin Künstlerin, weil ich einfach das Leben hier heraus schätze, auch die Einsamkeit, auch die Ruhe, dass da nicht so ein Agertourismus ist. Ja, und so versuchen wir halt hier in unserer Grenzregion ein bisschen ein kulturelles Leben hereinzubringen. Es ist überhaupt für uns etwas schwierig, denn Hardegg liegt geologisch im Waldviertel. Es gehört also zum Waldviertel. Politisch liegt es aber im Bezirk Kollerbrunn und gehört daher zum Weinviertel. Also wir sind an zwei Grenzen, tschechisch-österreichisch, Waldviertel, Weinviertel. Die Grenze, die war hier, wie ich hergezogen bin, noch wirklich der eiserne Vorhang. Also es war hier das Ende der Welt. Man konnte nicht hinübergehen, man konnte nicht über diese Brücke, die ein Wahrzeichen von Hardegg ist, neben der Burg. Wir haben damals, als die Grenze aufgegangen ist, haben wir dann begonnen, grenzüberschreitende Projekte zu machen. Zuerst einmal ein Frühstück auf der Brücke, wirklich grenzübergreifend, es gibt dieses Permanent Breakfast von Friedemann Derschmidt, das ist weltweit ein bekanntes Projekt, er erobert den öffentlichen Raum, indem er also. Vor 10 Jahren. Genau kann ich mit den Zahlen nicht, weiß ich nicht Bescheid, aber vor 10 Jahren etwa ist der Nationalpark gegründet worden und der ist natürlich ein sehr großer Motor für den Tourismus. Da kommen viele Leute her und das belebt die Gegend sehr und die machen auch viele Veranstaltungen. Das ist wirklich toll, abgesehen vom Umweltschutz. Das Leben in Hardegg ist im Winter sehr ruhig und eher einsam, im Sommer eher lebendiger, weil hier eher die Touristen herkommen. Es gibt einfach hier ungefähr 220 Einwohner, aber es sind 2/3 Zweitwohnbesitzer. Das heißt, es wohnen sehr viele alte Leute hier.
Überhaupt ist die offene Grenze etwas ganz Besonderes ist, und das hat uns wirklich, das hat uns sehr glücklich gemacht, dass diese starre Grenze verschwunden ist und dass wir jetzt Kontakte haben nach Tschechien. Ich kann leider nicht Tschechisch, das ist ein schwieriges Problem.